Oh, ich begrüße euch wieder herzlich zu Deadly Premonition. Ich habe jetzt sogar eine Wurzel reingestellt und jetzt können wir wieder loslegen. Und wir sind letztes Mal stehen geblieben bei. Ding. Wir sind stehen geblieben bei diesem lustigen Porträt. Na, wir sind stehen geblieben hier bei uns in der Polizeizentrale. Und. Ja, ich hatte das sogar mal probiert, ein bisschen mit diesem. Der Typ, der auch den Dark Souls Fix gemacht hat für die Auflösung, der hat auch hierfür was gemacht. Auch so ein Deadly Premonition Fix für die Auflösung und so ein Kram. Konnte leider noch nicht zum Laufen bringen, ist auch noch in der Beta-Phase, funktioniert noch nicht bei jedem. Und ich denke, wir reden einfach jetzt mal mit Thomas und gucken mal, was er uns so zu sagen hat. Ich glaube, schon was Wichtiges. Greg, haben Sie die Schlüssel gefunden? Nö, hab ich nicht. Ich hab die Schlüssel noch nicht. Ich hab einen Eichhörnchen-Schlüssel gefunden. Und Moritz hat sie gerochen, dass sie mich nicht über Eichhörnchen-Schlüssel, aber weiß ich nicht. Da will ich nicht so stimmen, diese Eichhörnchen-Schlüssel. Regt mich nicht auf. Danke, ich weiß, ihre Hilfe zu schätzen, aber wir müssen jetzt die Schlüssel finden. Das ist der Schlüssel mit der Anhänger eines südlichen Gleithörnchens. Okay, warte. Den habe ich bestimmt. Den habe ich bestimmt dabei. Südliches Gleichhörnchen. Ich meine, Gleithörnchen hat jeder. So, asiatisches Grauhörnchen, südliches Gleichhörnchen, da ist es genau der, den wir brauchen. So geil. You found the key. Yeah. Oh, yeah, that's the right one. Ja. Voll geil. Voll geil, denkt das hier. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. Okay. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Yeah, yeah. Okay, I'll be waiting for you. Okay, well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. Wow, war ja so schwer. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Ihr seht das nicht. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. Was ist das für ein Ding, was er vor sich hat? After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. Scheiße, scheiße. It's all starting to make sense, Zach. Nein, tut es nicht. Ich hoffe, so ein Scheiß zu reden, Mann. Das macht alles gar nicht Sinn hier in diesem Spiel. Das macht mich fertig, Mann. Das nicht. Oh Gott, ey. Was macht er da? Will jetzt seine Zigarette essen? No. No, I take that back. All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. This is a good biscuit. Oh nein! I've never tasted a biscuit this delicious. Oh, God. Where in town can I get these? So you see, there's also an apple. I baked them myself. That's amazing. Oh man. What are you doing in law enforcement? Ich hasse ihn. Very particular about biscuits. Oh, so. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh my. Agent Morgan. The autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Green Oh, geil, endlich, endlich. Oh nein, Emily, das geht doch nicht gut aus. You come too. Thomas, stay here and tighten oh, up these God. Files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. Oh, you might think God. This is just a small town police investigation, Nö. But our inspections are thorough and solid. Da hinten ist ein lustiges I'm hoping mit dem Pferd. Won't slow us down. Oh, dieser dumme Keks. Und er denkt sich so, Keks. Dieser Keks ist ziemlich geil. Okay, gut. Haben wieder was erreicht. Das ist super. Und da wollen wir einfach mal weitermachen. Abgeschlossen. Hier gibt es einen Stempel sogar. Das finde ich super. Können wir weitermachen? Hallo? Danke. Das ist ja schon ganz geil, wir weiter hier. So, er hat eine Zahlung, viel Geld. Geld. Also Moritz hat auch gesagt, ich soll mir, wenn ich will, dann soll ich den Business-Anzug nehmen. Aber ich möchte eigentlich am liebsten, dass ich den hier behalte. Also behalte ich den ja auch. Dann ist es für mich auch geregelt. So, gezuckerte Donuts stillen den Hunger ein wenig. Das wissen wir ja schon bereits. Und wenn jedes Mal, wenn ich über gezuckerte Donuts rede, dann kriegt immer der liebe Diodebo einen Anfall. Von da darf ich das nicht mal sagen. Gezuckerte Donuts. Stellt etwas Gesundheit wieder her für den Verbandskasten. Oh, es wird diesmal viel geladen. Und da sind auch Dosen mit eingemacht. Also hier werden uns viele interessante Produkte vorgestellt. Aber es geht weiter mit unserem kleinen Greenville General Hospital ist down the road by the lake. It's too far to walk. Come on. Get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get Is there. Is it got? Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around. Yeah, okay. Oh, man. Dieser Typ geht da ja auch gar nicht auf den Sack.
Very well. Na, ich kann den Sheriff Ecken verstehen, ne? Aber ich bin auch ganz schön auf den Sack gehen, dieser Typ. Ich finde die lustig. Ich bin FBI, man. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. Yeah. Das macht nichts, trotzdem. George, we better get moving. The hospital closes at 2100. Oh, gut, dann lass mich mal fahren. Ich mach das schon. Los, Leute, ihr müsst alle mitkommen. In mein Mobil. Okay, denn ihr wisst ja, ich bin ein so guter Fahrer. So. So, kommt alle rein. Geil. Get us there quickly, but drive within the speed limit. No. Because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Das ist schwer mit diesem Auto. Was ist das für eine Aufgabe? Das könnt ihr mir nicht antun. Das könnt ihr nicht tun. Das könnt ihr nicht machen. Well then, Agent York, let's get going. Ey, nee, das könnt... Sounds good. Das könnt ihr mir jetzt nicht machen. Ihr könnt mich jetzt nicht... Okay. Okay, ich muss also aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre. Sehe ich das richtig? Und wie gesagt, Bremsen ist so eine Sache in diesem Spiel. Bremsen geht, indem ihr einfach aufhört, Gas zu geben. Das habe ich letztes Mal ein bisschen falsch erklärt. Ihr müsst einfach nur aufhören, Gas zu geben. Und dann ist alles besser. So. Okay, ich fahre ja schon. Solange. Ach, egal, mir ist es egal. Wenn ich gleich anmeckere, dann ist mir das auch wurscht. Okay, so. Wir fahren nicht verrückt, ne? Wir müssen einfach nur von Punkt A nach B kommen, wie letztes Mal. Das wird schon. Ich habe keine Sorgen darum, dass ich den Weg nicht finde. Das wird alles gut werden. So. Wie schnell kann ich denn rückwärts fahren? Okay. Okay. Ach, du Scheiße. Ach, du. Yeah! Oh mein Gott. Das ist doch alles so furchtbar. Okay, los, dann fahren wir mal cooler rum. Wir fahren zuerst, fahren wir durch diese Straße, wo ein komischer Laden am Ende dieser Straße ist. General Mart. Das ist für echte Generäle gedacht, wenn man da einkaufen geht. Und das sind auch die komischen Studios. Ja, ist viel zu schnell fahren! Ja! Viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Ich bin so schnell und ich kann das. Okay, gut. Ich finde es gut, dass das Auto einfach nicht kaputt geht. Ja, mit inbegriffen in diesen Fix wäre auch, dass die Fahrzeugsteuerung wohl ein bisschen besser funktioniert. Und da wäre ich schon ein bisschen angetan von, oh nein, ich habe 98% nur an mein Auto, oh nein. Wie konnte das denn passieren? Oh Gott, dieser Autofahren, das ist alles so furchtbar. So, also ich glaube, ich bin hier aber schon auf dem richtigen Weg, wenn ich hier weiterfahre. Mal sehen, was er dazu sagt, zu dem Stil, wie ich hier fahre. Also ich finde, bis jetzt fahre ich ja noch relativ ordentlich. Okay, aber ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so schnell werde. Wenn ich jetzt einen Unfall baue, dann muss ich ja normal den ganzen Weg fahren. Das wäre irgendwie ziemlich uncool. Also darf ich immer nie über 130 km/h kommen und muss dann wieder bremsen. Da bist du immer so Spurt-Stopp-Lauf. Es gab auch bei Kirby Air Ride, gab es auch so eine Maschine, die hat auch immer so Spurt-Stopp gemacht. Immer Spurt-Stopp, Spurt-Stopp. Und jetzt gehe ich einfach raus. Ich wollte eigentlich reden. Es ist so eine 50-50-Shots, ob er reden kann. Also ja, jetzt lasse ich die da drin und dann. If you're wandering off, then we'll go on ahead. We don't have time to mess around. Okay, I'll meet up with you later. Agent York, the hospital closes at 2100. Please make it inside before then. Okay. Okay. Finde ich ziemlich witzig, muss ich sagen. Jetzt bin ich einfach ausgeschrieben. Ja, wir haben keine Zeit zu vertrödeln. Und jetzt sind sie da selber hingelaufen. Finde ich sehr gut. Jetzt habe ich sie dazu gezogen. Ja, jetzt lauft ihr da auch hin. Tschüss. Ziemlich gut. Ich frage mich aber allerdings, ob es noch mehr so eine Waffen gibt wie diese, womit ich... Palme, was habe ich da gerade gemacht? Habe ich gerade echt... Okay. Okay, anscheinend geht das, man kann Sachen durch Dinge durchschieben, wenn man das nur stark genug will. Dann kann man auch das schaffen. Finde ich ziemlich gut, kann ich mitleben, ist sehr praktisch. Das kann ich... Ja, das finde ich gut, das können wir gerne öfters machen. Ich laufe da jetzt hin. Okay, es ist offen. Hallo. Ab nach Greenvale. Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, ich sollte mich besser in diesem Spiel umsehen, aber dieses Spiel macht es mir sehr schwer. Have you no respect for rules and protocol? We were waiting for you, and now you try to go in by yourself. Ja. Wow. I don't like inconsiderate people who think that they're above the rules.
and I'm sure I've made this point clear by now. Calm down, George. He probably just got lost on his way here and rushed in. Right, Agent York? Deswegen ist es nett zu mir die ganze Zeit und nicht so, so ein Arschloch und Regeln, ich hasse dich, mein Leben ist sinnlos und wer ist sie denn? Hallo, Sheriff. Was zur Hölle? Die ist ja... Oh mein Gott. Hi there, gut. Fiona. Warum nicht? We're here to see Usha. Also, ein interessanter Charakter. Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Oh yeah, da muss man nice schon mal nachdenken. Nice to meet you, Mr. FBI agent. Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you too. Wow, das sind echt sehr modern, sind wir. Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Benutzt Königs Wasser? That scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread. Nobody works alone. Jemand benutzt Kölnisch Wasser. What's that you're reading? Ich glaube, ich kenne diesen Spruch nicht. Das macht mir Angst. Okay. Liar's House. You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the US, a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. Scheiße. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous, evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Oh, sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Well, ich mach das schon, ich bin cool. It's good you're enjoying it. What was Sie, das ist das super Sie, war da gerade gewesen, das alles zerstört. Okay. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Oh mein Gott, wieso guckt sie so, wie sie guckt? Okay, was wollen wir tun? Erstmal gucken wir uns dieses blaue Schwibbelschwabbi an. Das ist zum Speichern. Blaues Schwibbelschwabbi der Speicherung. Das ist schon mal sehr gut. Möchtest du speichern? Ja, klar. Wir sollten uns auch mal heilen irgendwann mal, aber momentan noch nicht. Ich habe auch noch keine Lust dazu. Was sagt sie so der ganzen Angelegenheit? Wieso, was ist denn los? Wow. Sie hat hier sehr schön modische Kleider. Die Uniform würde ihr besser stehen. Das ist, ich verstehe doch gar nichts, ey. So, ich soll jetzt, was ist denn jetzt mein Auftrag? Ich hab, weiß es nicht, hier auf die Toilette rennen vielleicht? Oder hier vielleicht reinrennen? Ey, wo rein? Oh, ich will nur normal reinlaufen. So, yeah. Ich will nicht gerne alleine so welchen, danke. Gut, hier ist so ein alter Typi. Ich observiere ihn einfach mal. Hat nichts mit dem Fall zu tun, okay. Ich finde es das gut, dass er sich einfach abstellen will. Der hat nichts mit dem Fall zu tun, mit dem rede ich nicht. Was ist das? Das bringt mir doch nichts. So, viele hübsche Mädels, die gerne, helfen wollen bei diesen alten Damen. Und hier ist noch irgendwas. Eine Schlafmöglichkeit. Ja, machen wir doch mal gerne. Wir müssen auch mal schlafen, ne? Leichter Schlaf für 3 Stunden. Das muss auch mal sein. Haben wir uns ein bisschen geheilt. So, dann haben wir wieder ein bisschen Heilung. Jetzt können wir auch mal weitermachen. Oh nein, da ist schon wieder dieser berüchtigte Kasten. Ich will ja nichts mit ihm zu tun haben, ehrlich nicht. Ich geh lieber woanders hin. So. Wo könnte... Okay, wo kann ich... Achso, da hinten soll ich hin. Jetzt sehe ich wenigstens mal, wo ich hin soll. Das ist schon mal viel wert, ne? Yeah, ich gehe jetzt durch. Okay. Ich will da hingehen. Und da gehe ich hin. So, der Sheriff, der hat eh keinen Bock auf mich. Ich mach das mal alleine. Die wissen schon, was sie hier tun. Yeah! Okay, und dann einfach weiter rennen. Ich muss da so dringend hin. Okay, ich bin da. Hallo. We couldn't find him. Ja, so ein Scheiß aber auch. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? Oh god, super Rätsel, keinen Sinn machen. Zack, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Was zur Hölle? König zieht an Turm vorbei zum... König zieht am Turm vorbei zum Läufer. Springer bringt der Bauern eine Dame. Springer bringt den Bauern eine Dame. Okay, da müssen wir jetzt mal Überlegungsstunde machen. Der König zieht am Turm vorbei zum Läufer.
Also ich würde jetzt momentan würde ich sagen, dass der Turm hier hinten ist. König sieht am Turm vorbei zum Läufer. Turm? Am Turm vorbei zum Läufer? Heißt, da würde die wir hier packen. Und ja, Springer bringt den Bauern eine Dame. Springer bringt dem Bauern eine Dame. Ich weiß nicht. Springer bringt dir. Das macht keinen Sinn. Bringt der Bauern eine Dame. Okay. Verloren. Hätte er klappen können. Ja, gut, das war ein Versuch wert. Zack, something is still missing. We need more clues. Was zur Hölle? Oh nein, jetzt muss ich dieses Spiel schaffen. Okay, we need more clues anscheinend. Haben wir alles andere als einfach vor. Ja, ich weiß das auch noch nicht so ganz. Ich glaube, es ist ein Rätsel. Kannst du es lösen, Zack? Oh Gott, ich. So langsam habe ich das Gefühl, ich bin Zack. So, König sieht an Turm vorbei zum Läufer. Halt mal. Das kommt ja wahrscheinlich auch auf die Ausstellung an, wie es hier gerade steht, ne? Da müssen wir. Ah, okay. Dann muss man mehr auf die Ausstellung hier achten. König zieht. Springer. Okay. König zieht am Turm vorbei zum Läufer. Also. Dahin. Er ist ja eigentlich da. Also der König ist schon mal an der vierten Platzierung. Das können wir mal so festhalten. König zieht am Turm vorbei zum Läufer. Turm bleibt da. Springer bringt dem Bauern eine Dame. Springer bringt dem Bauern eine Dame. An der Kante der Turm. Ich bleib dabei, der Turm, der macht nichts. Der Turm, der macht nichts, der bleibt links. König sieht am Turm vorbei zum Läufer. Dann muss der Turm zum Läufer. Also das ist der dazwischen. Aber wenn er zum Läufer geht, zum Springen zieht am Turm vorbei zum Läufer. Ja, dann ist er hier. Springer bringt den Bauern. Bringt dem Bauern eine Dame. Springt den Bauern eine Dame, soll es wahrscheinlich bedeuten. Gute Übersetzung. Bringt dem Bauern eine Dame. Springer bringt dem Bauern eine Dame. Springer. Also Springer geht dann hier hin. Der stellt sich dann wahrscheinlich rechts dahin und bringt dem Bauern eine Dame. Der Bauer. Dann ist er der Läufer. Der Läufer ist dann ganz rechts. Der Läufer muss jetzt dann. Nee, doch. Der Bauer ist ganz rechts. Der muss der Bauer ja hier sein. Der Bauer muss jetzt eigentlich als nächstes kommen. Dann die Dame. Dann die Dame. Dann der Springer. Dann der König. Dann der Läufer. Auch falsch. Oh Gott, die Übersetzung macht es auch nicht besser ins Deutsche. King Chess Tournament. Was könnten wir tun? Ich weiß, dass es mit Schachfiguren zu tun hat. Ihr seid echt gute Helfer. Leisure Pawn. Ja, ich weiß doch nicht, ob diese Übersetzung da richtig ist. König sieht an den Turm vorbei zum Läufer. Also was haben wir denn für plausible Möglichkeiten? Springer bringt den Bauern eine Dame. Der Springer. Also ich bleib dabei, der Turm ist links. Zieht am Turm vorbei zum Läufer. Läufer ist hier. Turm ist hier. Du bist ein König. Du bist der Turm. Springer bringt den Bauern. Okay, das ist ein blödes Quiz und das macht jetzt bestimmt auch null Spaß hier zuzugucken. Aber auch das müssen wir hinter uns bringen, so ein Rätsel. Springer. Also es passiert ja in der Reihenfolge. König sieht am Turm vorbei zum Läufer. Ja, bringt den Bauern eine Dame. Ich meine, wir können es auch einfach mal in der Reihenfolge eingeben, wie es hier steht, oder wie sie genannt werden. Aber das kann ich gleich mal als nächstes ausprobieren. Also erstmal probiere ich das nochmal so. Springer bringt der Bauern eine Dame. Also, der Turm.
König, ich denke wahrscheinlich, wie jetzt kompliziert, wa? König zieht am Turm vorbei. Zum Läufer. Ja, der König, der geht dann eigentlich hier hin. Zum Läufer. Springer. Bringt der Bauern. Bringt. Springer bringt den Bauern eine Dame. Springer bringt den Bauern eine Dame. Springer bringt dem Bauer eine Dame. Heißt das, dass der Bauer kommt, dann der Springer, dann die Dame, dann du und dann du? Nö, ja, weiß ich nicht. Das Rätsel ist irgendwie ziemlich komisch. Ist wahrscheinlich total simpel, ich verkacke hier irgendwas Wichtiges, aber naja, ich frage sie einmal reinvoll, wie sie genannt werden. König, Turm, Läufer, Springer, Bauer, König. Im Ernst? Im Ernst? Was ist das für ein Blick gewesen? The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm More going to get Fiona to games. call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us Ey, where to was use war das it. für ein This Rätsel? is not the time Das war to einfach joking nur. around, Ich Agent dachte, es hat einen Morgan. Sinn. Und ich Dr. versuchte Usha irgendwas derbe, is below with quistiges the zu gewesen, deceased. ey. Oh mein Gott, ich bin so Below dumm, ey. being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Yeah. Ja, ah. zieh mich herum, ey. Die Magnetkarte für den Keller. Oh. Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal weiter. So, wir haben übrigens dieses Scheißrätsel geschafft. Das gar kein Rätsel war, sondern einfach nur eine Aufreihung von Sachen. Oh Mann, ey, das war ja unnötig ohne Ende. Gut, wir werden jetzt dahin gehen. Wir müssen jetzt irgendwie hinten hinrennen. Aber erstmal gehe ich hier speichern und dann beenden wir diesen Part auch erstmal wieder. Und sehen uns nächstes Mal bei Dead Premonition. So, wo ist denn mein Speicherphone? Und ich hoffe, diese kleine Rätselanlage fand ihr trotzdem noch witzig, dass ich mich ein bisschen zum Affen gemacht habe. Aber was soll's. Da versucht mal einmal logisch nachzudenken, passiert sowas. Bis zum nächsten Mal, Leute, bei Dead Premonition. Ciao, ciao. Ich hab viel Geld, was nichts wert ist.